Hallo, ich bin Rainer und heute zeige ich euch, wie wir unsere Schweine transportieren. Um den Transport so tierschonend wie möglich durchzuführen, bereiten wir den vor der Verladung vor. Das heißt, wir streuen ihn ein mit Sägespänen, um eventuelle Ausdünstungen und so weiter aufzufangen. Auf diesem Boden ist es so, dass wir die Rillen quer zur Fahrtrichtung haben, dass bei eventuellen Bremsen die Tiere durch die Rillen gebremst werden. Für ein stressfreies Verladen der Schlachtschweine ist es wichtig, dass der Boden rutschfest ist. Deshalb haben wir hier auf der Rampe schon Tränenblech, dass es keine hohen Stufen gibt, die die Tiere überschreiten müssen. Deswegen ist in diesem Bereich der Boden abgeflacht, angeschrägt. Und zusätzlich nutzen wir Sägespäne nicht nur auf dem LKW, sondern auch auf dem Treibgang, um das Ausrutschen der Tiere zu verhindern. Wie werden die Schweine für die Fahrt gesichert? Da wir ja die Schweine nicht anschnallen können, werden immer 10er, 11er oder 12er Gruppen bei großen Schweinen und 35er Gruppen bei kleinen Ferkeln durch diese Trenngitter abgetrennt. So, dass sie bei einem Bremsmanöver geschützt sind und nicht bis nach ganz vorne purzeln würden, so wie in einer Kurvenfahrt relativ eng zusammenstehen, damit sie transportgesichert sind. Wir haben des Weiteren hier Einrichtungen zur Selbsttränke. Da können die Schweine sich während der Fahrt mit Trinkwasser versorgen. Das sind diese sogenannten Nippeltränken. Wir haben 4 pro Bucht, sodass wir etwa 2 bis 3 Schweine sich einen Tränkenippel teilen. Womit ist der Transporter noch ausgestattet? Wir haben hier auf diesem Transporter die Typ-2-Zulassung. Dazu gehören nicht nur die Selbsttränken, sondern auch die Ventilatoren. Zum Beispiel hier kann man sie sehen. Damit regeln wir das Klima. Auf jeder Ebene gibt es einen Temperaturfühler. Darüber hinaus ist jederzeit über einen herkömmlichen Computer mit Internetzugang der Standort wie auch die Temperatur auf dem Fahrzeug abrufbar. Diese Informationen sind also nicht nur für den Fahrer abrufbar, sondern auch für den Disponenten bzw. den Veterinär. Dabei muss man wissen, dass die Transportzeit mit dem Betreten des ersten Schweines auf den Transporter beginnt und endet mit dem Verlassen des letzten Schweines von dem Transporter. Das heißt nicht, dass man nur die reine Fahrzeit misst. Wie viele Schweine kommen hier hinein? Auf diesem Transporter dürften maximal 198 Schweine unter 120 Kilo mitfahren. Das heißt 0,5 Quadratmeter pro Schwein. Der Transporter hat auf 3 Ebenen 99 Quadratmeter. Wir laden die 198 Schweine nicht auf diesen LKW, da der LKW ein Leergewicht von 20 Tonnen hat und er mit maximal 175 Tieren die 40 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht erreicht. Das ist in der Regel so, dass wir auf einen Transporter zwischen 165 und 175 Schlachtschweine laden, um das Gesamtgewicht von 40 Tonnen nicht zu überschreiten. Ab 42 Tonnen Überladung gibt es für den Fahrer und den Halter einen Punkt in Flensburg. Warum werden die Schweine gekennzeichnet? Dadurch können auf dem Schlachthof unsere Tiere anhand unserer VVVO-Nummer zurückverfolgt werden. Das ist das Kreiskennzeichen, das ist das Gemeindekennzeichen und das ist das Betriebskennzeichen. Der Lieferschein ist vom Landwirt auszufüllen und zu unterschreiben und vom Fahrer. Die Transportpapiere, das sogenannte Seuchenbuch, füllt der Fahrer alleine aus. In dem Seuchenbuch steht Ladeort und Empfangsort aller Touren drin, damit im Fall einer Seuche schnellstens Tierbewegungen nachverfolgt werden können. Wie lange dauert der Transportweg? In der Regel transportieren wir unsere Schlachtschweine etwa eine Stunde zu Schlachthöfen im Kreis Kloppenburg, im Kreis Emsland. Ich würde sagen, dass im Landkreis Vechta ein Großteil der Schlachttiere nur sehr geringe Transportzeiten haben, da wir hier die Schlachthöfe sozusagen vor unserer Haustür haben. In anderen Regionen in Deutschland kann es unter Umständen sein, dass die Tierhalter ihre Betriebe weiter weg von Schlachthöfen haben oder, wie es in den vergangenen Jahren auch vorgekommen ist, dass kleinere Schlachtbetriebe geschlossen wurden und deshalb vor Ort eine Schlachtung der Tiere nicht möglich ist.